Einige Wälzer atmen auf, weil sie wohl nicht wie geplant dem Tagebau weichen müssen. Was das für die Stadt bedeutet, weiß Bürgermeisterin Birgit Zuchold. Die Wohnquartiere bleiben weiter bestehen und das hat natürlich für uns vordergründig den Vorteil für unsere Stadt und auch unsere weitere Stadtentwicklung, dass die Abstandsflächen zum Tagebau oder zum geplanten Tagebau Wälzer Süd, Teilfeld 2, weiter nach hinten gerückt werden, sozusagen in das Landesinnere sozusagen direkt hinein. Und wir haben dadurch einen breiteren Emissionsschutzstreifen und dadurch weniger Emissionsbelastung. Und letzten Endes bringt das natürlich den Vorteil für unsere Stadt, dass wir nicht mehr 1200 Einwohner eventuell verlieren müssen, sondern dass wir dann nur noch 800, 850 Einwohner durch eventuelle Umsiedlung verlieren, wobei wir natürlich den Fokus darauf setzen in unserer weiteren Stadtentwicklung, dass wir natürlich wünschen, dass die Bürger hier, wenn es zu Umsiedlungen kommen sollte, im Stadtgebiet von Wälzow verbleiben. Nach bisherigem Stand der Dinge sollten zwei Wohngebiete im Westen der Stadt abgerissen werden. Dabei handelt es sich um Mietshäuser, die zum Teil erst in den letzten Jahren saniert worden sind. Über die neuen Informationen sind die Bewohner natürlich erfreut. Wunderbar, wenn ich hier bleiben darf. Sonst hätte ich mir woanders eine Wohnung gesucht und wäre hier weggegangen. Aber da ich jetzt auch hier eine Arbeit habe, würde ich gerne hier bleiben. Ich finde es sehr gut, dass das nicht hier abgerissen wird. Gut, sehr gut sogar. Ich wohne schon 13 Jahre hier, würde auch hier bleiben. Doch so viel Glück haben nicht alle Wälzer. Im Osten der Stadt wird Vattenfall die bestehenden Pläne verwirklichen. Hier soll die Grube fast an das Stadtgebiet heranreichen. Für das künftige Tagebauvorland müssen daher einige Häuser weichen.